So, cool. So, na dann spielen wir hier noch die hohen Einsätze. Im starken Blatt aus 1000 Kronen für die Time und so. Finde den Schreiber, ne, und melde dich zum... Genau. Dann spielen wir das. Aber vorher speichern wir natürlich. Und ich würde gerne einmal kurz verkaufen gehen. Wenn wir jetzt hier schon in Ochsenfurt sind. Falls wir da noch andere Sachen. Tisch des Rüstungs. War hier nicht irgendwo auch ein Händler? Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Guck dir das an. Guck's dir an. War doch auch ein Rüstungsschmied oder ein Waffenschmied. Ein Ochsenfurt. Da ist ein Schneider. Also so ein Barbier. Barbier. Der berühmte Gerald von Riva, nehme ich an. Okay, der kennt mich im Vorbeilaufen. Alles klar. Was haben Sie der Frau? Langweilig. Da ist er. Das gleiche wie immer. Zuerst die... doch. Ah, ein Kunde. Hallo. Zeig mir doch mal dein Angebot. Oh, 1-2. Naja, okay. Okay, ich will erstmal den ganzen kleinen Mist verkaufen hier. Wiedersehen. Sehr gut. So, naja, mal ein bisschen Platz jetzt wenigstens. Nice. Achso. Ich wollte ja mal gucken. Zack. Da haben wir jetzt wenigstens ein bisschen mehr. Was haben wir denn jetzt hier gefunden? Das Katzensilberschwert ist schon gut. Kritischer Trefferbonus, kritische Trefferchance, Chance auf Einfrieren. Das auch. Aber wir haben Chance auf Bluten. Na, das ist. Also die Schwerter sind schon schick, ja, aber unsere sind besser, glaube ich. Also gerade weil es ein Set ist. Ich würde da warten, bis wir die Wolfsschule und so haben. Dazu müssten wir mal nach Kaer Morhen irgendwann. So, da oben ist das, okay. Na denn los. Ich bin hier gespannt. Gucken, ob wir in einem Stündchen durchkommen hier mit dem Ding. Pass gut auf dich auf. Oh, danke. Hallo. So. Einmal speichern. Danke. Keine guten Karten, kein... Ja. Gesundheit. Ich habe gehört, hier geht es um hohe Einsätze. Zunächst brauchen wir die richtigen Effekte. Werfen wir einen Blick auf die Karten, nicht? Die Karten taugen, aber können wir uns auch einkaufen? Klar. Na, dann her mit dem Namen und wir stellen eine Eintrittskarte aus. Ja, nice. Gerald von Riva. Gerhard von Riva. Das Spiel beginnt bald, aber zuerst muss der Pöbel verschwinden. Wenn wir bitte warten würden. Gesundheit. Die Karten taugen, sagt er. Nur Turnierteilnehmer. Alle anderen hinaus. Wir sind höflich eingeladen, morgen zurückzukehren. Schön. Sieh an, Gerald von Riva. Und ich dachte schon, das Turnier würde schrecklich langweilig. Nö.
Es ist nicht sehr befriedigend, immer nur Bauern, Halunken und falschen Aristokraten ihr Geld abzunehmen. Heute verlierst du deine Karte. Kennen wir uns? Sagen wir, wir haben gemeinsame Bekannte. Ich habe schon viel Gutes über dich gehört. In lebhaften Details. Wettersporn. An Orten wie diesem ist das eher eine Warnung als eine Empfehlung. Wie heißt du? Sascha. Sascha, wie weiter? Oder sag mir doch gleich deinen richtigen Namen. An Orten wie diesem wird Sascha reichen müssen. Bist du oft in der Passiflora? Du scheinst alle zu kennen. Ich bin hin und wieder hier. Ich kenne nicht alle Gesichter, aber das ist Patrick Haselnuss. Geht ohne die drei nie irgendwo hin. Ich habe mal einen Mann getroffen, der mit zwei serikanischen Leibwächterinnen unterwegs war. Aber diese drei... haben eindeutig andere Talente. Der Halbling ist Bernhard Tulle, ein Bauer. Behauptet, er würde zum Vergnügen spielen, aber es will doch jeder gewinnen, nicht? Vor dem da nimmst du dich besser in Acht. Er ist kein großer Freund von anderen Außenseitern, Leuten wie dir. Welch Ironie. Immerhin ist Phineas selbst ein Halbelf. Sieht man gar nicht. Und von Graf Tybalt hast du sicher schon gehört. Immerhin hat er dieses Turnier organisiert. Eigentlich habe ich noch nie von ihm gehört. Er ist angeblich sagenhaft reich. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber er konnte sich seinen Titel leisten und die Grafschaft, die dazu gehört. Okay. Na schön. Bis später, Sascha. Versuch ein Wort mit den anderen Spielern zu wechseln, bevor das Turnier beginnt. Wir müssen sowieso auf Graf Tybalt warten. Ah, dann mischen wir uns mal unter das Volk. Fangen mit der Haselnuss an. Ich muss mich vor Spielbeginn sammeln. Das sehe ich. Das hier ist sicherlich besser für mich als dein Gespräch mit Sascha für dich. Ich würde mich bei ihr vorsehen. Okay, was? Ich bin hier auch neu. Hat ewig gedauert, bis ich das Geld hatte, um mich einzukaufen. Mit Pilzen wird man nicht schnell reich. Mach Pilze. Du bist wirklich ein Bauer? Sieht man das nicht? Ich habe einen kleinen Hof vor der Stadt. Könnte tagelang da sitzen und den Pilzen beim Wachsen zusehen. Und der Geruch? Das sieht Farben, ja. Geruch? Wie auch immer. Pilze sind schön und gut, aber hin und wieder muss man mal rauskommen. Meine Dame hat fast geheult. Sie meinte, mir würde in Novigrad die Kehle aufgeschlitzt. Aber ich sagte zu ihr, Hortensia, welch eine Chance. Die besten Spieler, die seltensten Karten. Sie musste mich ziehen lassen. Ob sie das musste. Viel Glück dir. Gleichfalls. Das ist die richtige Einstellung. Nicht wie der Halbelf da drüben, der mir schon die ganze Zeit mörderische Blicke zuwirft. Ich mag den Zwerg. Hauptsache, sie bezahlen und schlagen mich. Hexe, ne? Was? Spielst du oft Turniere? Was geht's dich an? Willst du auch meine Karten sehen? Bin ich hier der Strichjunge, den du betatschst, ehe du dich entscheidest? Soll ich mal mit dem Schwanz wedeln? Ich sehe deine Karten, wenn wir spielen. So weit wirst du kaum kommen, Mutant. Alter. Darf ich ihn schlagen? Willkommen, meine Damen und Herren, bei unserem geschlossenen Gwint-Turnier. Und mit geschlossen meine ich nicht nur die elitäre Natur der Veranstaltung. Mhm. Wer die Passiflora vor Spielende verlässt, wird disqualifiziert. Das ist Regel Nummer 1. Okay. Regel Nummer 2, 3 und 4. Keine Kämpfe, kein Falschspiel, keine magischen Tricks. Wir spielen um goldene Figuren. Der Sieger erhält sie alle und dazu einen Geldpreis in Höhe des 9-fachen Einkaufsbetrags. Alter. Es ist schnell berechnet, dass wir 9 Teilnehmer haben. Das Turnier besteht aus 3 Runden. Der Finalist tritt gegen mich an. Die Spieler werden zufällig in Paare eingeteilt. Die Gruppierungen für die erste Runde werden jetzt verlesen. Es Phineas und Tim Knott, Patrick Haselnuss und Harald Federnest, Gernot von Riva und Bernhard Tulle. Gernot. Ha, ist ja ein Ding. Brombur Fundenstroch und Madame Sascha.
Wunderbar. Allen eine angenehme Partie. Eieiei. Hauptsache. Oh, können wir nochmal speichern hier vor? Und schlagen nicht. Jetzt speichern? Ja. Gut. Na dann, auf jetzt. Endlich geht's los. In einem Jahr werde ich Hortensia und meine Kumpel mit Erzählungen von diesem Abend unterhalten. Spielen wir. Na dann los. So, wir haben Rittersporn gekriegt. Nice. Das ist richtig gute Karte. Dafür nehmen wir. Wen nehmen wir noch raus hier? Wesemir. Okay, cool. Wir haben immer noch keine Anführer. Na gut, los geht's. Oh, der spielt auch neulich. Der hat der dafür einen Anführer. Okay, wir haben schon mal Rittersporn. Die beiden, den, der ist. Eieiei, okay, cool. Dann können wir den weghauen. Okay, verbrennen ist gut. Mit dem können wir noch ziehen. Ja, dann hauen wir noch einen Stehbock raus. Na gut, schade. Das ist schon mal gut. Gute Eröffnung. Komm, nochmal ziehen. Einziehen. Ach, schade. Aber Finte ist auch gut. Ach. Dass die alle den haben, ey. Der ist ja schick. Schick, schick, schick. Kann ich auch, mein Freund. Okay. So. Spielen wir noch den hier. Ah, der ist gut. Gibst du mir die Runde, oder? Ja, nice. Okay. Mal gucken. Hätte besser sein können. Machen wir mal ganz langsam hier. Gucken, was er noch so raus hat. Ah, okay. Machen wir ganz langsam. Nice. Komm schon. Okay, der hat kein Deck mehr. Also er hat jetzt wirklich alle Karten gezogen, die er hat. Mal gucken. Haben wir ihn mal weg da. Okay.
Taktisch sehr interessant. Ah ja. Okay, cool. Der hat noch 7 Karten. Hau mal die weg. Noch eine klirrende Kälte auf der Hand. Yes. Da ist doch noch eine Ballista. Dann hauen wir ihn wieder weg. Zack. Oh, das schwächt ihn aber auch. Gut. Achtzehn muss er erstmal haben. Okay. Okay. Cool. Na? Ah! Hat er mich. Die kleine Ratte. Hat er gut gespielt. Nicht schlecht. Ich hatte auch noch 11 Karten. Na. Mist. Mist! Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corintilli, einer Traumdeuterin, die sich auf das... Ah, die sind aber gut, ey. Der hat ja wirklich alle Karten spielen können. Hatte der Hexer, die er hatte, ey. Krasser Scheiß. Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, krasser dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Habe ich vielleicht taktisch nicht ganz so klug gespielt. Ich hätte die die Linkskarten nicht so lange... Die Schwarzen? Hüchen sollen. Hauptsache, sie bezahlen und schlagen mich. Endlich geht's los. In einem... Mhm. Mal anfangen muss. Beginnt schon sehr schlecht für mich. Karten hat er. Naja, beginnt sehr schlecht für mich. Dieser. Mal gucken. Oh Mann, ey. Das wird hart. Ich glaube nicht, dass wir das hier gewinnen. Der Gegner passt.
Karte, die wir jetzt ziehen, die muss gut sein. Geht. Kann man mitarbeiten. Boah, Alter. Oh, das ist ja wirklich richtig grausam. Ja, das gewinnen wir nicht. Auf keinen Fall. Er hat noch 7 Karten auf der Hand. Eine davon ist bestimmt verbrennen. Und ich muss sie ja irgendwie spielen hier. Corona Kälte hat. Jetzt noch 4 Karten auf der Hand, ey. Ja, noch eine Verbrennkarte, ist klar. Okay, gut, hat er gewonnen, das. Kann ich nicht, also. Ah, wir haben aber auch ein Pech, Alter. Sie schickte ihn zu Korinth, Mann. Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren. Er kann ziehen, wie er will, ja, und wir dümpeln damit 10 Karten rum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Scheiße. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten. Also gegen den brauchen wir echt Glück am Anfang. Brauchen Glück mit einer guten Starthand. Weil der kann das, kann sich die auch zusammenbauen. Endlich geht's los. Mal schauen. Rittersporn nochmal mit reinnehmen hier. Brauchen wirklich Glück. Okay, verbrennen haben wir, Finte haben wir. Den haben wir. Ah, ist ja. Okay, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Schon wieder so. Okay, eine Wiederbeleben-Karte. Immerhin eine Finte. Ich glaube, wir sollten die Sonderkarten rausnehmen, weil die spiele ich hier eh nicht, die Sonderkarten. Hier geht es einfach nur um Masse. Masse statt Klasse. Spielen wir jetzt. Können den noch raushauen? Brauchen wir eh nicht. Jetzt ist schon eine Verbrennkarte weg. Okay. Ah, sehr schön. Nehmen wir doch, so wie es kommt. Der hilft uns auch. Der hat 10 Karten, ey. Wir haben gerade mal 7. Und wieder nichts gezogen. Ey. Gut, also. Die Runde sollte aber safe sein.
4 Karten, ne? Hallo. Da ziehen wir alle durch da. Oh ey, wir müssen jetzt wirklich was ziehen. Komm, irgendwas wiederbeleben vielleicht. Gibt's doch nicht. Gibt's nicht. Wir haben aber auch ein Pech beim Ziehen. Wirklich Pech beim Ziehen, ey. Er hat jetzt noch eine Verbrennkarte auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss die Sonderkarten rausnehmen. Also das ist, naja. Die andere Verbrennenkarte auf jeden Fall. Und jetzt musst du gucken, ob es hält. Also ob es reicht. Hat schon gute Karten. Zack. 78, da muss er drüber. Wieso habe ich hier passt? Ich habe doch noch die Dings. Na gut, gucken wir mal. Gucken, ob es reicht. Aber ich glaube eher nicht. Dass er da jetzt schon verdoppeln kann. 54, 66, extrem dichter Nebel, okay, nice. Alter. Gratulation. Bisschen erbärmlich, schon in der ersten Runde rauszufliegen, aber was soll's. Boah. Ist nur ein Spiel. Hauptsache, man hat sich amüsiert. Also, das war ja... mehr Glück als Verstand. Und, wie ist die erste Runde gelaufen? Heute ist nicht übel. Du hast wohl auch gewonnen. Ich glaube, dass mein Gegner betrunken war. Seine Hand war nicht schlecht, aber... vielleicht konnte er sich nicht konzentrieren. Wollen wir dieses Gespräch unter vier Augen weiterführen? Ich hätte einen Vorschlag. Treffen wir uns oben auf der Terrasse. Okay. Ja, gut. Nutzen wir das, um zu speichern? Die Schwarzen? Redania? Hauptsache, sie bezahlen und schlagen. Wer soll es das? Gucken wir mal, was die will, wa? Endlich allein. Okay. Worüber wolltest du reden? Eine Wagenladung Geld, das ist der große Preis. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde ihn nicht gerne in den falschen Händen sehen. Mhm. Und das Glück kann so unzuverlässig sein. Wirklich, jemand sollte das Geld einfach nehmen. Subtil natürlich, ohne die anderen zu stören. Warum sagst du mir das? Ich bin eine Frau. Ich brauche das Geld. Und Geralt von Riva würde nie eine Frau in Not zurückweisen. Habe ich jedenfalls gehört. Von wem hast du das gehört? Das ist der Fringilla Scheiße. Vigo. Sie hat mir von euren Abenteuern in Beauclair erzählt. Du bist offenbar zuverlässig, solange die Sache gerecht ist, jedenfalls. Ja, das ist aber nicht... dies scheint mir keine gerechte Sache zu sein. Was, wenn ich dir sagte, dass mein Leben davon abhängt? Dann würde ich dir nicht glauben. Jo. Ich würde es dir nicht glauben. Hat Fringilla auch erwähnt, dass ich einfach zu manipulieren bin? Sie hat gesagt, dass du vertrauenswürdig bist. Ich werde wohl alleine klarkommen müssen. Okay.
für eine Anmut, was für eine Eleganz. Na, mal gucken. Zeit für Runde 2. Eure Aufmerksamkeit, bitte. Madame Sascha und Gilbert von Riva. Ey, kann er meinen Namen auch mal richtig aussprechen, der Penner? Phineas und Harald Federnest. Wir wünschen ein angenehmes Turnier. Möge das Glück euch hold sein. Das ist jetzt, glaube ich, schon das vierte Mal, dass der meinen Namen falsch ausspricht. Gideon. Einfache Siege machen mir keinen Spaß. Ich wäre sehr verärgert, wenn du mich gewinnen ließest. Das habe ich nicht vor. Bin ja neugierig auf den anderen Vorschlag. Die Geschenke, Fremder. Nice, wir haben den jetzt. Ja, geil, nehmen wir noch. Nehmen wir doch den mit. Kaiserreich. Okay. Alter. Es ist aber auch unglaublich, wie viel Pech wir haben. Also, ich ziehe echt nicht gut in dem Spiel gerade. Gut, machen wir den raus. Das ist der einzige, den wir nicht hier brauchen können. Mal gucken, was die so macht. Okay. Den würde ich ja jetzt nicht unbedingt ihr geben. Hat sie noch einen anderen? Ja, der ist doch schon besser. Der ist doch schon etwas besser. Sein. Bitte. Zack. Na, das liegt noch eine Finta, passt ja nicht mit ihr rechnet, oder? Ändert nicht viel. Ja. Okay. Unglaublich. Diese ganzen Sonderkarten, ey. Auch wieder. Da, deine Finte. Okay. Na, dann legen wir mal los. Mal schauen. Okay, nice. Eine 10 hat er. Okay. Können wir ihm locker weghauen. Ist gar kein Problem. Raus, okay. Schwierig jetzt. Ich kann ja noch eine Karte von ihm provozieren. Mal gucken. Aber er hat 7 Karten, ey. 7 Karten ist schwer.
kloppen. Kann man noch eine Karte provozieren? Hat er nur noch 5? Okay. Aber echt viele Zehner. Also ich muss die Sonderkarten auf jeden Fall reduzieren. Ah, das hab ich gesehen. Hat er ja schon. Gut. Okay. Gegner ist am Zug. Komm schon. Ach, komm schon, ey. Achso, okay. Ja, gut, aber das haben wir jetzt auch so verloren. Gratulation. Das haben wir auch so verloren jetzt. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corintilli, Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Ritterschwarm, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Also... Was soll's sein? Einfache Sie. Ja, ja. Das. Kennen wir. Haben wir schon hinter uns. Was für eine Eleganz. So. Wir wollten den Anführer wechseln. So, und ich muss jetzt hier die mal rausnehmen. So, klirrende Kälte spiele ich nicht. Das spiele ich auch nicht. Das auch nicht. Finte ist gut. Das Horn ist gut. Verbrennen ist gut. Die. Sonderkarten. Ja, die Sonderkarten, die ich jetzt drin habe, die brauche ich alle. Okay. Gucken. Ob wir jetzt so vielleicht ein bisschen besseres Blatt haben. Zweimal Finte ist schon mal super. Und wieder kein. Okay. Die zum Wiederbeleben und zweimal Finte am Anfang ist schon mal nicht schlecht. Schwierig. Schwieriger Start. Tatsächlich. Sehr, sehr schwieriger Start. Der reicht nicht mal. Mal gucken, welche Karte wir kriegen. Jetzt einfach eine Karte von mir ziehen? Okay. Hm.
müssen uns den zurückholen. Leider. Ach komm schon, ey, wie kann man denn so schlecht die ganze Zeit ziehen? Das ist doch wirklich... Ist ja schon echt halbe Verarsche hier. Klar. Ja, den holt er sich jetzt natürlich dann wieder. Verbrennen. Ja, muss ich ihm geben. Und hoffen, dass er anfängt. Kacke. Ja, Kacke halt. Ich kann sie mir nicht wiederholen. Caken ist es. Jetzt hat er 7 Karten auf der Hand. Okay. Aber er müsste ja auch noch eine Verbrennkarte haben, denke ich. Auf jeden Fall spannend, der hat nur noch 3 Karten. Bin gespannt. Gucken, ob er noch was machen kann. Ah, das reicht. Ja. Scheiße. Gratulation. Hey. Warum haben wir denn noch so ein Pech? Stress konnte Geralt nicht helfen. Kann er nicht noch mehr Karten rausnehmen? Eine Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn. Aber wir kriegen halt auch nicht die Karten, die wir brauchen. Also quasi diese ganzen Ziehkarten und sowas oder wiederbeleben. Ich bin für die Liebe wie geschaffen. Einfache. Wir haben immer so schwache Startwände. Die Geschenke, Fremder. Oh, fuck. So. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Mit der kann ich die ja wiederholen. Das kann ich aber auch im nächsten Zug machen, wenn die sterben quasi.
Einfach drei finden, ey. Okay. Leg ich los, Junge. Ja. Schwierig, ne? Aber ja. Gucken. Gegen 10 Karten. Mal gucken, welche wir kriegen. Okay, 14, 14. Okay, also mit dem kann ich die weghauen, mit Verbrennen kann ich die weghauen. Ja, zum Schluss hat er zu viele. Ja, das ist zu viel Ziehen, was der hat. Also die ist ja wirklich hammerhart. Das konnte Geralt nicht erinnern. Sie schickte ihn zu eine ziehen nach der anderen. Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich nochmal in mich gehen. Jetzt wollen wir nochmal überlegen. Jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri. Was spielt man am besten gegen sowas? Nirgendwo gibt es schönere. Einfache Siege. Naja. Das habe ich nicht vor. Bin ja neu. Und was für eine Eleganz. Ich könnte Monster spielen. Ich weiß aber nicht, ob ich schon hier noch habe. Ne, ich habe noch nicht hier noch. Ein Ghoul habe ich. Zwei Ghoul.
Die Vampire habe ich. Krabbspinne habe ich. Die Mume habe ich. Zwei Mumen. Ansonsten halt nur die hier. Ah, das ist nicht gut. Was haben wir hier beim Kaiserreich? Wir haben auch den. Was haben wir denn hier noch so? Auch das mit dem Wiederbeleben. Den Wiederbelebungsbogenschützen haben wir auch. Ansonsten viele Zehner. Aber so richtig ist das jetzt auch nicht hier. Das ist schon unser stärkstes Blatt, was wir hier haben. Leider. Mal gucken. Wieder keine ziehen. Da, einer wenigstens. Ey. Ist doch unfassbar. Jetzt brauchen wir noch den anderen. Haben wir auch nicht gekriegt. Ja, der macht natürlich Finte. Das war klar. Der drei Stück, drei Finten hat er. Der kann die Dinger dreimal ziehen. Ja, danke, Diggi. Vielleicht noch. Wie komme ich denn jetzt aus der Nummer am besten raus? Am wenigsten Karten verschwinden. Vielleicht mal so rum. Der hier ist so wertvoll. Die machen es einem aber auch nicht leicht. Also. Ist ja wirklich schwierig.
Sieht aber noch ganz gut aus bis jetzt. Weghauen. Ja! Nice! Ah, ganz safe hier. Alter! Hat sie endlich mal nicht ihre Scheiß-Kombo gekriegt, ey. Hoffentlich hält dein Glück an. Boah! Also die war ja richtig unangenehm. Meine Herrschaften, kommen wir zur dritten Runde. Die Wellen schlagen hoch. Ah, ja. Der Sieger der nächsten Runde trifft im Finale auf Graf Tybalt selbst. Okay. Phineas und Gerhard von Riva. Ich spiele nicht gegen Mutanten. Du gibst diese Runde also auf? Schön. In dem Falle? Nein, ich gebe die Runde nicht auf, verflucht. Ich werde ihn zermalmen wie eine Laus. Nein. Die Meinung hat er ja schnell geändert. Ein gutes Spiel euch beiden. Denkt an die Regeln. Keine Magie, kein Streit. Ja, damit kommt er aber nicht klar. Spiel! Ich würde gerne vorher speichern. Danke. Ich habe das Gefühl, der spielt... Dings. Monster. Nee, Squirtle. Okay, schade. Okay. Wir haben wieder Dieb, Wiederbeleben, Ziehen. Den haben wir. Gehen wir mal den mal raus. Und toll. 1:1 Tausch. Mal, mal schauen. Okay, hat da gepasst. Okay. Also mit der hier und Finte können wir die beiden zurückholen und die beiden reichen locker, um uns die Runde zu holen. Erstmal Karten von ihm raus, würde ich sagen. Würde mir die Kombo mit der hier und Finte bis zum Schluss übrig lassen vielleicht. Also für die nächste Runde noch. Vielleicht hat er ja kein Verbrennen. Die zumindest schon mal rausgelockt. Das ist schlimm. Mal gucken. Zack. So, drei Karten hat er noch. Okay, zerstöre die stärkste Kampfeinheit. Na gut, trotzdem 35:16. Na mal gucken. Soll er erstmal rankommen mit seinen drei Karten? Nice.
Wir brauchten nicht mal unsere gute Combo. Der Mutant hat betrogen. Ich reiße mit bloßen Händen die Teufelsaugen raus. Das ist einfach nur schlecht gespielt, Junge, mit deinem Squirtle. Gehandelt. Glückwunsch zu den beiden Siegen. Am Anfang wollte ich die Wache rufen, aber... Ja, es ist besser, dass ich es in die Hand genommen habe. Bitte gesell dich zum Finale zu mir. Okay, danke. Ich muss zugeben, dass ich mit diesem Ergebnis nicht gerechnet habe. Tatsächlich habe ich sogar hoch auf einen anderen Spieler gewettet. Ich hätte wissen können, dass hier mehrere Spiele laufen. Oh, danke, Alter. Wenigstens kann ich jetzt speichern. Okay. Gut, haben wir das schon mal gespeichert. Nice. So, dann mal gucken. Fangen wir an. Na, fangen wir mal an. Los. Hau Rinder. Was haben wir denn jetzt gekriegt hier? Haben wir jetzt noch einen Anführer gekriegt? Nee. Naja, gut. Boah, Alter, Falt. Ah, der spielt Monster. Okay, cool. Das ist eigentlich. Oh, geht eigentlich. Die haben wir, die Kombi. Nice, das ist schon mal gut. Okay. Und klirrende Kälte, nice. So ist das doch super. Okay. Okay. Er hat eh nicht so viele Fernkampfeinheiten, er hat ja nur Dings. Ja, genau die da. Okay. 16, 16. Jo. Tatsächlich ist meine Hand dagegen schon ziemlich nutzlos. Okay, schönes Wetter. Okay, macht er gut. Die erste Runde muss ich ihm, glaube ich, sogar geben. Weil das Verbrennen brauche ich noch. Ja. Ja, muss ich ihm geben, die erste Runde tatsächlich. Mist. Hat er gut gemacht. Nicht anders sagen. Eine Fünfer, ja, die blockt das natürlich. Aber das ist auch nicht so wild. Sieben plus
6 sind 13. Weiß nicht. Boah, ist das ätzend. Okay, gut. Dankeschön. Für die nutzlose Karte. Vielleicht, aber die kann ich auch nicht rausnehmen. Ich brauche ja 22 Karten leider. Alles okay. Das ist jetzt der Hauptwehrsprung. Okay. Das sieht doch gut aus. Hat er die auf der Hand? Ja, nice. Und weg hier hoch. Okay. Die muss ich ihm lassen. Hat da noch einer? Okay. Oh, ich hoffe, der hat kein Verbrennen auf der Hand. Wenn er jetzt kein Verbrennen auf der Hand hat, haben wir es gewonnen. Nice! Da ist der Sieg! Sehr gut. Superbes Spiel. Alter. Welch ein Vergnügen. Der Preis ist dein. Gere den Brick lassen. Diebstahl! Das Geld ist weg! Die Wache wurde erstochen! Was? Wie ist das möglich? Niemand hat das Geld von hier entfernt. Wer ging, wurde durchsucht. Wir müssen das Gebäude durchkämmen. Jeder, der aufbricht, muss sich durchsuchen lassen. Gut, nice. Haben wir das. Geil. Haben wir gewonnen. Bevor du fragst, ich war's nicht. Dachte ich mir. Mein Angebot steht noch. Vielleicht suchst du mit mir nach dem Geld? Ja, von mir aus. Einverstanden. Wo fangen wir an? Wir müssen nach oben. Warte. Hör mal, dieser Hexer ist ein guter Freund von Hauptmann Hansen. Er könnte den Schauplatz des Verbrechens untersuchen. Es wäre gar nicht teuer. Gegen Bezahlung, aber... Er holt es sich natürlich vom Hauptmann persönlich ab. Was macht eigentlich die Wunde von neulich? Schon verheilt? Tja, soweit ich weiß, schon. Famos. Wir gehen sofort nach oben. Okay, speichern wir das erstmal. Ich weiß nicht, ob ich nochmal gegen den so einfach gewinne. Aber die ersten beiden waren ja wirklich am krassesten, also gegen unser Deck. Uiuiui. Wenn du den Hauptmann siehst, Herrin, wäre ich dir dankbar, wenn du erwähnen könntest. Das ist alles, guter Mann. Du kannst gehen. Der Hexer braucht absolute Ruhe bei der Arbeit. Sicher. Das lief gut. Kennst du den Hauptmann wirklich? Ja, ein grässlicher Kerl. Komm jetzt an die Arbeit. Da sind die eigentlich alle so, dass sie mich da rumkommandieren? Was soll denn das? Ich bin zwar ein Hexer, aber... Die Schläge kamen aus einem seltsamen Winkel, aber professionell und präzise. Okay. Auftragsmörder? Eigentlich so. Jemand hat was Schweres über die Terrasse gezogen. Mhm.
Okay. Armbrustbolzen. Eine Schnur dran. Die wurde eindeutig durchgeschnitten. Der Dieb könnte sie benutzt haben, um den Geldsack runterzulassen. Dann hat wohl ein Komplize den Sack unten angenommen. Hm. Da unten ist etwas, aber ich erkenne es nicht. Achso. Es muss einer der Spieler gewesen sein. Hat das Geld an der Schnur runtergelassen und ist dann an den Wachen vorbeigeschlendert. Hm, das war gut vorbereitet. Meinst du, du findest den Missetäter? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mich erst auf der Straße umsehen. Okay. Gehen wir. Ich dachte, der will da unten sich noch was angucken. Aber gut. Ja. Schauen wir mal. Kann ich mir das hier angucken? Oh, pass bloß auf, Bauer. Also, was soll's sein? Hm. Da oben ist doch aber die Schnur, oder? Achso, da. Hm. Achso, da. Genau wie die, die am Bolzen war. Ich muss mich umsehen. Woher kommt der Geruch? Zimt. Seltsam. Ich rieche nichts. Naja, ist doch keine Hexernase. Alter, ist der im Zickzack gerannt? Kein Nachlass und bar auf die Kreise. Gar nicht auffällig, oder was? Du bist sicher mit dem Zirkus hier? Eile mit Weile. Der Täter hat diese Kiste verloren. Sie muss vom Wagen gefallen sein. Ist denn sicher, dass sie dem Dieb gehört hat? Da ist eine Armbrust bei. Guck da hin. Da liegt eine Armbrust unter den Paketen. Da möchte man fast scherzen, dass kein Rosmarin ohne... Du solltest dem Impuls widerstehen. Hm, das Gildenzeichen kenne ich doch. Eine Handelsgesellschaft. Sie importiert Gewürze aus Serikanien. Sagt mir gar nichts. An den Docks hat sie ein Lagerhaus. Das nördlichste auf dieser Seite des Hafens. Treffen wir uns dort? Klingt gut. Soll ich dem hier hochfolgen? Ich werde mich Handel wohl mit etwas dem Kaiserreich. Okay. Wir werden unsere Anteile an den maritimen Unternehmen verlieren. Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. Hm. Na gut. Hohe Einsätze. Was soll ich glauben? Mal schauen, oder? Also geht. Ich bin keine Rassistin. Mensch. Das beste Angebot weit und breit. Eins zum Preis von zwei. Oder was ist mit euch los? Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich vielleicht werden die Skelliger ruhiger, wo sie jetzt einen neuen. Der schnarcht erstmal. Ich wusste nicht, dass sie was mit Magie zu tun hat. Unwissenheit wäscht deine Schuld nicht ab. Was denn dann? Hilf mir in der Stunde der Not. Nur Feuer! Komm, hin. Lass mich, sonst ruf ich nicht an. Auf der Bank habe ich... Den können wir nicht helfen. Alles klar. Warte. Der sein. Edgybet! Was sind das für Glubschaugen? Hast du Blähungen? Ordnung muss sein! So, haben die alle Kipro... Soll denn das? Willkommen in meiner Werkstatt. Solide Handwerksarbeiten zu vernünftigen Preisen. Die ärgern mich ja, ne? Zeig mir doch mal dein Angebot. 281 ist jetzt nicht viel. Rüstung, ne. Die Stiefel können weg. Die wiegen mehr. Oh, nehmen wir die. Okay. Bis dann. Boah, also die Klamotten wiegen ja ein schön was. So. Psst, Gauha, hierher! Keiner weiß, wie es hergekommen ist. Was Bandit. Gibt's denn? Wir haben ein Problem, Meister Hexer. Ein Freund von uns wurde verletzt und wir finden ihn nicht. Der Arme könnte verbluten.
Du hast doch schon so viele Monster verfolgt. Könntest du auch unseren Freund finden? Wir zahlen auch was. Das ist die Grundvoraussetzung. Ein kleiner Umweg wird nicht schaden. Geh voran, Meister Hexer, aber so schnell es geht. Der arme Kerl braucht Hilfe. Ach, Leute. Ich brauche erst eine Spur. Irgendwelche Ideen? Ja, er ist gerannt zum Hafen. Kam aus der Kanalisation. Kanalisation? Der Geruch müsste einfach zu verfolgen sein. Schmerzen im Rücken. Hier ist Kenia rum. Lebt die etwa in der Kapelle? Die Hure macht doch für jeden die Beine breit. Du meine Güte. Du kommst mir bekannt vor. Oh. Ah. Ach. Ah. Hier ist Kenia rum. Ah. Ah. Da. Stiefelabdrücke mit Schlamm aus der Kanalisation. Deine Klingen, warum trägst du die nicht an der Hüfte wie alle? Okay. In Grovia ist alles etwas sauberer. Hab Mitleid, Herr. Ich habe ein krankes Kind und noch mehr Elend. Was ist denn mit ihm los, ey? Was belästigst du ihn, du Made? Siehst du nicht, dass er beschäftigt ist? Blut. Noch frisch. Hab ich dich, Hurensohn. Das war fast ein Zentner reinsten Fistechs, das du verbrannt hast. Weißt du, was das wert war? Na schön, Hexenmann. Nimm deine Kröten und zieh ab. Na, das sind doch Banditen, oder? Wollen wir dem helfen, oder was? Chat, ihr könnt entscheiden. Wollen wir dem helfen, oder wollen wir dem liegen lassen? Sagt was. Ich bin da leidenschaftslos. Kenn den nicht. Die Entscheidung überlasse ich euch. Da leg mal einen Timer für die Abstimmung. Timer. Zack. Timer, achso. Sagen wir 20 Sekunden. Und los geht's. Könnt ihr abstimmen. Ansonsten suche ich mir was aus. Alle Stimmen werden gewertet bis dahin. Okay, dann helfen wir dem. Lasst ihn zufrieden. Wunder über Wunder. Ein Hexer verteidigt einen Hexenjäger. Als nächstes setzen sich Mäuse für Katzen ein. Es ist mein Ernst. Ach ja? Na, dann machen wir Ernst. Na, dann los. Tja, sagen wir uns. Dafür musst du bezahlen. Oh, mir fallen wegen, dass er sagt. Zusammen, Jungs. Von deinesgleichen habe ich keine Hilfe erwartet. Naja, vielleicht. Du solltest nicht so schnell urteilen. Die Lektion wäre auch für deine Kollegen nützlich. Ja, ich habe viel Blut verloren. Ein Mediziner muss mich zusammenflicken. Schnell, hilfst du mir? Nein. Nö. Nein, ich lass dich den Märtyrertod im Kampf um eine bessere Zukunft sterben. Ruhm sei dem Feuer, bla bla bla. Sehr gut. Ich wollte nur die drei töten. Ist er jetzt tot? Ja. Okay. So, wir hatten hohe Einsätze immer noch. Wir sollten die am Lagerhaus treffen. Mal einen kurzen Umwegschlenker hier gemacht. Und ihr seht, drei Leute getötet. Ist doch in Ordnung.
Es wird nicht einfach, Magier in diesem Haufen zu finden. Ich hätte gedacht, da finde ich Plätze. Da ja Säue und Wasser. Ich bin für die Liebe wie geschaffen. Was ist denn für ein Krach? Schick, hat sie umgezogen. Sechs sind drin. Ich habe die Tür nicht aufgekriegt. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Mhm. Da festgestellt hat er das. Müssen wir einen anderen Weg finden. Hier. Ja, okay, schade. Das sieht doch gut aus. Oder da, da, da. Guck mal, hier geht's rein. Ne, doch nicht. Versuchen wir hier hineinzukommen. Geh voran. Ach, dachte ich mir. Okay. Achso, durch das schmale Fenster. Ist klar. Hallo. Klar, die muss nicht klettern, oder was? Ich sehe schon, ich werde wieder nicht bezahlt. Ich gehe hier hinten einfach erstmal rum, ne Leute? Also, kümmert euch nicht um mich. Ich bin nur zu Besuch hier. Ich möchte hier ja nicht. Lasst euch nicht davon stören, dass ich hier rumspringe. Alles in Ordnung. Ich guck mich nur ein bisschen um. Ich kann ja mal hingehen und denen mal einen Witz erzählen hier. Solange ich das hier ausräume. Würde mir auf jeden Fall helfen. Die lassen sich echt nicht stören von mir. Mega dufte. Hallo. Mach mal doch jetzt. Mist. Ey, den kennen wir doch. Hab ich dem nicht geholfen? Achso, nee, das ist der Schmutzfuß. Welche ist Hortensia? Die Große. Schluss mit der Maskerade, Tulle. Gib uns das Geld. Maskerade? Ha, nett ausgedrückt. Ich hab dich von Anfang an beobachtet, Süße. Allerdings hätte ich gedacht, dass du mir alleine folgst. Hast du ihm schon gesagt, wer du bist? Nein? Er würde es sicher liebend gerne hören. Na los, sag's ihm. Sonst bricht Hortensia dir die Finger. ach komm, hören wir uns das erstmal an. Worum geht es hier? Um Madame Sascha, die voll reingefallen ist auf den Quatsch von meiner Pilzzucht. Als sie wachsamer hätte sein sollen. Hab sie Mori glaubt. Also, so aus. Willst du ihm sagen, für wen du spionierst? Oder ach, willst du es lieber rausschreien? Die spionieren. Loslassen. Zurück. Los, einer hält ihn fest. Aber so, dass er einen guten Blick hat. Ach, kommt schon, Leute. Versucht's doch nicht immer erst. Also, die lernen aber auch nicht, ne? Alter. Cool. Na Mensch. Die hat's ja wohl gut geschlagen. Gute Arbeit. Ich hatte ihn gar nicht verdächtigt. Er hingegen hat mich wohl schon lange im Auge. Halblinge können unberechenbar sein. Alter, der Hammer hier vor war krass. Wie auch immer, wir haben es geschafft. Jetzt wird das Geld geteilt. Oh ja, also, was war das für ein Vorschlag, der mich davon überzeugen soll, meinen Gewinn zu teilen? Der ist vom Tisch. Wir haben das Geld zusammen gefunden. Wir teilen es gerecht auf. Weißt du was? Lass uns im Eisvogel essen. Ich lade dich ein, um meinen letzten Tag in Novigrad zu feiern. Von mir aus. Sehr gerne. Was zu essen ist ja immer gut. Darf ich die nicht ausrauben? Hallo?
Und wie sich rausstellte, war die Hure mit den blauen Augen seine Schwester. Er konnte es nicht fassen. Meine Güte! Er bat mich, sie wieder im Haus der Königin der Nacht aufzusuchen. Und dann... Faszinierende Geschichte. Wollen wir nach oben gehen? Du kannst mir genau zeigen, wie sie ausgegangen ist. Machen wir es wieder als Abstimmung, oder was? Soll er die vögeln oder nicht? Cool. Gleich mein Handy um mir fallen vor Schreck hier. Bei dem unmoralischen Angebot. Aber es ist ja nach 22 Uhr, sollten keine Kinder mehr zugucken. Hat der gerade einer pfiffen? See. Stell ich mal den Timer auf ein bisschen mehr, wa? Braucht wahrscheinlich ein bisschen Zeit zum Überlegen. Oh. Abstimmung startet. Also. Soll er die vögeln oder nicht? Ihr dürft entscheiden, wie es weitergeht. Aber damit euch klar ist, also ich erkläre das Jennifer nicht. Das dürft ihr dann machen. Nein. Kann er nicht. Na dann. Alles klar. Klasse Idee. Na dann. Hau rein, Geralt. Gönn dir. Alter, der sieht aus, ey. Geht ja alle ziemlich schnell bei denen. Viel Spaß, sagst du. Aber wir sollten aber nicht vergessen, das ist eine Spione, ne? Vielleicht will die uns jetzt umbringen. Mal gucken. Immerhin haben wir 4500 Kronen verdient. Wir hatten ein bisschen Spaß, wir haben was essen. Läuft. Geralt hat's drauf. Wow. Hm. Wortlos verschwunden. Könnte Yennefer sein. Cool. Haben wir abgeschlossen hat. Oder was? Cantarella. Okay. Geralt, verzeih mir, dass ich ohne Abschied gegangen bin, aber du hast so friedlich geschlafen. Fast hätte ich deine Karten und dein Geld mitgehen lassen oder wenigstens all diese Briefe gelesen, die du mit dir rumträgst. Alte Gewohnheiten legt man schwer ab. Dann also bis zum nächsten Mal. Vielleicht sorge ich demnächst dafür, dass wir uns rein zufällig über den Weg laufen. Ja, mal gucken, ob noch alles da ist. Ach toll, jetzt muss ich wieder alles anlegen. So, erstmal wieder alles angezogen. Dippidoppi. Und wir sind 4500 Kronen schwerer. Ja, super. Also haben wir heute sehr viele Nebenquests gemacht. Ja, ist jetzt 22 Uhr. Ich denke, es reicht heute. Morgen wieder arbeiten. Genau, morgen habe ich dann auch Diana wieder. Und bevor ich jetzt weiterrede, mache ich jetzt erstmal für YouTube eine kurze Pause, ne?